Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Gran Turismo Sports. Dies ist die zweite Folge. Nein, das hier ist die zweite Folge und ja, ich hatte euch ja gesagt, dass ich in gewissen Abständen hiervon Videos bringe. Und ja, es ist auf jeden Fall schon wieder mal so weit. Denn das hier ist, ich will mal sagen, keine normale Folge, denn ich habe eine bestimmte Quest gemacht, die mir ein Fahrzeug beschert hat, wo ich, sag ich mal, ja, sehr, ja, wie sagt man, sehr erstaunt drüber war. Dafür würde ich jetzt einfach mal sagen, nehmen wir diese Strecke hier. Ja, nehmen wir mal alles auf Anfang hier. Wir nehmen am besten mal so, ja, 15, 10 passt eigentlich ganz gut. Und zwar, also ihr seht, ich habe hier schon voll viele Autos. Also ich zock halt wirklich zwischendurch statt wirklich weiter, damit ich euch da, ja, weiterhelfen, also damit ihr Fortschritte seht, so rum, weil ich will euch ja auf jeden Fall den Nürburgring zeigen und der Weg ist gar nicht mehr so weit, denn ich bin schon Level, also oder Rang 12 und der Nürburgring ist auf Rang 20 oder so, ja, Rang 20 oder Stufe 20, wie auch immer. Und ja, es soll aber heute mal um das gute Stück hier gehen. Und zwar habe ich eine Aufgabe, eine Quest, wie auch immer, gemacht. Ja, wo ich dieses Go-Kart, nennt man das Go-Kart? Racing Kart, da oben steht's. Racing Kart 125 Stiller oder so. Und ja, also wie gesagt, ich hatte eine Quest oder eine Aufgabe gemacht und hatte das dann halt, wie gesagt, geschenkt bekommen. Und bin auf einigen Strecken mit dem Ding schon gefahren. Und ich muss sagen, es ist übelst schwer. Weil es hat eine ganz, ganz andere Lenkung als so ein Rennwagen. Oder so einen normalen Straßenwagen halt. Und die Strecke, die ich jetzt ausgesucht habe, ist die einzigste Strecke, die ich mit diesem, ich nenne es jetzt Go-Kart, fahren kann. Also wirklich, das ist die einzigste Strecke, die ich mit dem, mit diesem Racing oder Go-Kart fahren kann. Und ja, das will ich euch einfach mal zeigen, weil ich finde das einfach so cool. Ja, einfach mit einem Racing Kart, ja, auf einer Rennstrecke, die eigentlich für Rennautos gebaut worden ist oder für normale Straßenfahrzeuge gebaut ist, einfach mal mit einem Racing Kart darüber fahren, ja. Ja, ich will euch das jetzt zeigen. Ich laber nicht viel. Ihr wisst, dass ich mich konzentrieren muss und genießt auf jeden Fall die Fahrt mit einem Racing Kart. Los geht's. Na, kommen wir an den Gegner ran? Ich glaube nicht. Es wird schwierig, weil hier das Ding hier nur 182 fährt. Also ihr seht, hier kann man echt schon sehr leicht aus den Kurven auch mal rausfliegen.
Also man darf hier nicht zu viel bremsen, aber auch nicht zu viel Gas geben. Also so ein Mittelding halt aus dem Spiel von Gas und Bremse. Ist bei den Rennautos ja auch. Muss ich ja auch immer zwischenschalten so. Und hier aber halt noch extremer, weil der Radius, in dem sich das Ding hier bewegt, nicht gerade groß ist. Wie viele Runden haben wir denn? 2. Okay. Also ihr seht, man hat es schon nicht einfach. Das muss man schon sagen. Also schon was Anspruchsvolles mit dem Dingen hier zu fahren. Jetzt sind wir hier mitten im Fahrerfeld, auch nicht schlecht. Also das finde ich halt auch so cool, weil du hast dann hier echt, weiß ich, wie viele Karts. Oh, da wird bald vorbei gewesen. Da hätte ich mich bald gedreht. Habt ihr das gesehen, ey? Also auch da, ne? Das Ding. Ja, ich hab gerade gesagt. Also. Ja. Das ist halt so ein Nachteil von so einem Kart. Ich werde hier von zweimal wahrscheinlich fahren müssen, hier die Strecke hier. Aber wir haben noch eine ganze Runde und jetzt bin ich auch komplett raus. Ärgert mich jetzt gerade ein bisschen. Ist aber nicht schlimm. Oh Gott, was ist denn jetzt los hier? Es läuft mal wieder nicht, wie ich es will. Klasse. Wahnsinn. Ach man. Irgendwie habe ich das in den ersten Folgen hatte ich das ja auch, wo ich das ja aufgenommen habe. Da war ich am Anfang auch nicht gut und dann ging das irgendwann. Deswegen muss ich mich jetzt mal wieder ein bisschen konzentrieren und mal wieder weniger labern. Ist aber auch mal eine knappe Geschichte hier. Hier kann man gar, nee, da wird man schon wieder. Also hier mit dem Racing Car übersteuerst du so schnell. Das ist einfach unnormal. Aber ich bin wieder am Fahrerfeld dran. Mittleres Fahrerfeld. Und das ist auch schon mal wieder viel wert. Ja. Klasse. Bremsen. Gas. Bremsen. Gas. Und los. So. 9. 8. 7. 6. 5. 4. Und bremsen. Wie ist er? Zweiter. Auch nicht schlecht. Läuft. Ich sag ja in der zweiten Runde dann. Bisschen früh gebremst. Aber besser früh als spät. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr wollt, dass ich mit dem Racing Car, Racing Kart, wenn ich einen Nürburgring habe, dann mal die Strecke mit dem Racing Kart fahre. Schreibt es mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, ob ihr das mal sehen wollt. Leck mich, geh weg, husch dich. Bei Rennspielen, da fieber ich ja immer mit, ne? Das ist so meins. Also Rennspiele, da bin ich echt gut. Und ich liebe es auch. Muss man dazu sagen. Da wird bald schon wieder vorbei gewesen. Geh weg. Hilfe. Ich kann mich gerade nicht retten. Leute, Hilfe. Ah. Ja, komm, wieso Fünfter, Alter? Lass mich doch hier vorbei. Kusch dich. Weg da. 29. Hasse dich. 92, ey. Ah, ja. Ja, ist klar. Ja, ja. Komm. Und ran mit der Wurst. An der 11 vorbei. Na, geht doch. Perfekt. Erster. Klasse. Ist immer eine aufreibende Sache hier. Da kriegst du die Pimperfutzis, das sag ich euch.
Aber es macht Spaß und wenn man Spaß hat, dann läuft das. Und ich habe hier dran immer Spaß, egal was ist. So, ein bisschen bremsen hier. Oh, ein bisschen viel bremsen. Kommt das Fahrerfeld? Wo ist das Fahrerfeld? Da, der Fahrer. Nee. Nein, 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 nein! Oh, Muhammad. Ach, scheiße. 12. Ja, komm. Das krieg ich schon nicht mehr aufgeholt. 10. Könnte ich höchstens jetzt noch werden. Ach, scheiße. Ich hätte wieder früher bremsen sollen. Mist. Gut, ich bin 9. Ich könnte es noch schaffen, aber will man ja zu viel jetzt verlangen von mir. Eddie ist rum, kann ich nicht mehr gewinnen jetzt. Schade. Ja, wenigstens etwas. Obwohl es ja im Anfang echt nicht schlecht aussah, so, also gerade eben halt. Naja, aber man kann ja nicht immer gewinnen, ne? Man muss ja auch mal verlieren. So. Das schaffen wir doch noch. Nein. 8. sind wir geworden. Ist gut. Kann man mal machen. Ich würde sagen, wir fahren jetzt noch eine Runde mit dem Mercedes, würde ich sagen. Da hat mir dann mal ein bisschen was mit dem Mercedes machen. Und dann sollte das auch schon wieder gewesen sein mit dieser Folge. Genau, ich wollte noch mal gerade gucken. Ja, Stufe 20. Also viel fehlt mir echt nicht mehr. Also das... Entschuldigung, haben wir denke ich schnell geschafft. Ich würde sagen, wir fahren. Entschuldige. Die hier. Ja, nehmen wir mal 18 Uhr. Das passt eigentlich ganz gut. Dann nehmen wir den Mini, wollte ich schon sagen, den Mercedes. Machen mittlere Fahrerfeld, hätte ich bald gesagt. Nein, mittlere Dings. Achso, ich nehme hier das hier am Sonntag auf. Genau. Das heißt, wenn ihr das hier seht, haben wir entweder Sonntagnachmittag oder Sonntagabend oder so. Oder allerspätestens Montag. Also irgendwie so um den Dreh kommt das Video dann für euch. Genau. Setzen wir jetzt mal wieder im Mercedes. Mal schauen, ob ich damit überhaupt noch fahren kann. Oder ja, ob sich da irgendwie was jetzt getan hat oder so. Weiß man ja alles nicht. So, ich rede jetzt aber mal wieder nicht so viel, denn ich will mich jetzt echt mal konzentrieren. Ihr genießt jetzt einfach die Fahrt mit dem Mercedes und ja, ich halte jetzt meine Klappe. Dazu sage ich jetzt mal nichts zu diesem Ausrutscher gerade. Ich kenne die Strecke hier überhaupt gar nicht. Naja, dann fahren wir jetzt halt mal eine neue Strecke. Ist ja auch klasse. Wahnsinn. Der Burner. Wie das kam immer vom Robert, sagt Robert.
Das ist der Burner. Nur ja, da wollen wir doch mal richtig machen, weil da haben wir das auch vernichtet. Das ist eigentlich auch mal Rewe-Kuchen drüber essen. Ein schöner Mustang. Boah, was war das denn? Ein schöner Mustang vor uns. Neben uns jetzt eine Bugatti Vero oder so. Bugatti ist ja gar nicht so meins. Ich hasse Bugatti. Der neue Bugatti, ja, der sieht eigentlich ganz gut aus. Boah, das stimmt. Aber der alte Bugatti, dieses Runde, das ist gar nicht meins. Mag ich lieber hier so ein Mercedes oder was. Oder hier so einen schönen Mustang GT. Hat ihr schon so meine Klasse. Oder so einen schönen LaFerrari oder sowas. Jo. Sowas, das ist eher so meine Richtung. Hätte ich bald schon wieder zu spät gebremst? Ja, komm. Ist klar. Maschallah, Bruder. Ist klar. So. Na, sechster sind wir. Und schon in der zweiten Runde toll. Hätte mir das immer jemand sagen können. Hätte ich mich doch nur angestrengt hier. Nee, hinter hier so in meiner Rennstrecke hier. Die einzige Rennstrecke, die mir gehört, ist der Nürburgring. Da weiß ich wenigstens, was Sache ist. Da kenne ich jede Kurve auswendig. Da weiß ich, wo ich bremsen muss. Schon aus den vorherigen Gran Turismo-Teilen. Also, oder beziehungsweise halt von den Gran Turismo-Teil von der PSP. Das war auch die Nordschleife. Die Nordschleife, die fährst du einfach durch. Da kannst du Gas geben, ohne dass du irgendwo mal bremsen musst. Klar gibt es auch mal kleinere Ecken, wo du bremsen musst, aber nicht so stark wie hier. Gott, was ist denn hier mit dem Auto los? War doch sonst immer so gut. Ja, komm. Ja, da ist klar. Habe ich hier wieder was falsch eingestellt oder? Steht alles auf Null. Kein Wunder. Das nur das. Das war heute mal nichts für mich. Das war nicht gut. Aber so Tage muss es auch mal geben. Und mit diesem traurigen Bild will ich mich auch schon wieder verabschieden von euch. Nein, so traurig ist es nicht. Mein Gott, man muss auch mal schlecht sein. Ja, in den ersten Runden war ich ja auch nicht gerade gut. Und von daher, genau. Ja, mit diesen Bildern will ich mich auch schon wieder... Nee, will ich noch nicht. Wir haben hier unten noch was. Ach, klasse, guck mal hier. Kriegen wir noch ein bisschen Punkte hier. Das ist doch gut. Naja, auf jeden Fall mit diesem Bild hier will ich mich verabschieden. Ich bin raus, euer Marvin. Tschüss.